So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir machen weiter mit dem nächsten Video von Pumping to the Monkey. Frankfurt Hauptwache, Saison eröffnet, Pumping Monkey und die Thaler Horns. Alles klar? Wieso redest du über Nase, wenn deine Nase doppelt so groß ist wie unsere beide zusammen? Erdbeerling, was ist das für Hammer, deine Packen? Die nehmen dein ganzes Gesicht ein. Guck mal, Bruder. Das sind auf jeden Fall so die neuen Main-Charakter, ne? Die hat 6,3 Kilo Schminken. Boah, aber was ist das für eine Qualität? Warte mal. 144 gemacht. Ich glaube, er hat deine Schminke heute gewogen. Schwör auf deine Mutter! Boah, Bruder, die sehen aber Resmen aus wie richtige Monster. Bruder, richtige Draggies aus Dragdanistan. Bruder, was ist das denn? Ich bin Jungfrau. Bist du ein? Ich kenn seine Mutter, sei du nicht schon mal. Guck mal, meine Nationalität, wie kann. Boah, Digga, was ist das denn? Ich auf Türken entstehen. Aus deiner Mund kommt nur Scheiße. Wenn du weißt, dass das nicht stimmt, dann halt doch. Boah, ich weiß echt nicht, wie Pumping das noch. Wie schafft er das noch, ja, über all die Jahre? Dein Nass wie so ein Essdick, einfach so am Hammer deine Backen, du Penner, alle aus. Bruder, du bist der größte Skinny Pete, den ich mein ganzes Leben gesehen habe, du Jalapeno, Alter, Walla. Bernhard, wie groß bist du? 1,88 oder so. Krass, Alter. Du bist der größte Peach, Alter. Jordan. Oh, Jordan. Dein Vater kann auch nicht kaufen. Dein Vater kann auch nicht kaufen. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir küssen eure Herzen. Boah, Bruder, diese Schwenke, ne? Was ist das für ein Wind? Aber ich stelle mir halt nur so wirklich die Frage, wenn die in den Spiegel schauen, denken die sich, uff, ay, Janum, uff, ach, walla, die Lala, Chokgesell, komm ich heute aussehen? Denken die wirklich so, die sind richtig so Chokgesell oder wissen die, dass die richtig scheiße aussehen? Bruder, also. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist nicht dieses, boah, du hast heute zu viel Make-up. Das ist nicht normal, das ist widerlich. Wir küssen eure Herzen. Also, wir haben jetzt ein neues... Beide, ne? ...neues Format. Das Format heißt... Code oder... Ewa! Genau. Einmal habe ich die... Ati! Und nicht böse gemeint. Ich bin mir zu 100% sogar sicher, dass die Mädels vielleicht sogar ohne Schminke besser aussehen würden. Ich verstehe aber nicht, warum die sowas mit sich machen oder ob das vielleicht sogar extra ist, ne? Ati! Hatice! Ach du Scheiße, Türken auch noch, Hatice, oh mein Gott. Ganji und du nur mit Distanz, alle Türken, Distanz. Junkies, puh, im letzten. Ach du Scheiße. Hatice. Ja. Yeah. Hatice, haben wir überhaupt euer Einverständnis für das Video? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wie alt bist du? 18. Ich auch. Okay, Ladies and Gentlemen, das sind unsere Jungs. Glaube ich nicht, aber okay, glauben wir den mal. Bitte checkt sie einmal ab. Wir müssen ja fürs Video 18 sein. Ascentral C. Den Ketten aus Temu, Alter. Gorki kennen wir ja. Den kennen wir nicht. Den ja. Walla, was ein Gesicht da steht da. Ja, können wir noch, okay. Veronika. Ja. Hatice. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Stell dich schon mal vor. Okay, seid ihr fertig? Ja. Yeah. Gut, stell dich mal einmal vor. Ich bin Prinz. Guck sie an und sag dir, wer du bist. Ja, ich bin Prinz. Warum bist du ein Prinz? Ja, mein Name ist Prinz. Dein Name ist Prinz? Ja. Habt ihr es gehört? Boah, ist schon cool, wenn man Prinz heißt. Prinz. Ja. Okay. Boah, diese Ding hat meinen Birne geballert. Hey, Prinz, bist du ready? Ja. Also, bei drei, Howard heißt für dich Korb, Ewa heißt, du bist gut, du bist weiter. Also, drei. Yarin Mura, ich glaube auch. 2, 1, go! Ja, raus, gell? Prinz ist raus. Warum? Machen wir gleich. So, der Nächste bitte. Stellen Sie sich bitte einmal vor. Imran. Ich komme aus Afghanistan. Imran aus Afghanistan kennt man. Afghanische Gurke. Okay. Mädels, 5 Sekunden Zeit. Bist du bereit? Ja, Bruder. Okay. Also, Mädels, seid ihr auch bereit? Ja. 3, 2, 1. Go! Boah, du bist auch raus. Normal. Und wir hätten gern den Nächsten, bitte. Ihr seid schon gemein. Wieso? Wir sagen nur die Wahrheit, sollen wir lügen? Nur die Wahrheit, Leute! Alles voilà. Los! Guckt ihn euch einmal an. 5 Sekunden habt ihr. Gut, stell dich mal vor. Ich bin Ömer aus Freiburg und ich war schon mal hier. Mädels, ihr habt euch entschieden? Ja. 3, 2, 1. Aywa! Boah, wir haben einen, der weiter ist. Der freut sich gerade voll, weil solche Frauen bei dem weitergesagt haben. Komm her. Stell dich mal vor. Ich schwöre auf alles.
Ecktyp in 20 Jahren, wenn der älter ist, mit ein bisschen Bart und so, ne, mit Falten, dies, das. Das wird so ein gruseliger Mensch sein. Der wird sich irgendwie hinter Tonhallen verstecken und so Leute beobachten. Der wird so richtig cringe, Bruder. Ich sag's euch ehrlich, ne? Merkt diese Worte, Bruder. Merkt euch diese Worte in 20 Jahren. Bildzeitung, Nachrichten. Der wird auf jeden Fall drauf sein, Bruder. Der ist ein richtiger Pisskoppert, Bruder. Der sieht richtig gefährlich aus. Ich bin Ecktyp. Wallah. So, Mädels, ihr habt euch entschieden? Ja. 3, 2, 1. Du bist auch raus. Ach du Scheiße, Alter. Scheiß Player, und mehr muss ich sagen. Go on! Du bist raus. Der Nächste, bitte. Stell dich mal. Oder unverschämt, dass der mit Türkei-Flagge da auftaucht, Alter. Mal vor. Berat, dein Vater von Frankfurt, du wirst Bescheid. Was? Der Vater von Frankfurt, du wirst Bescheid. Go on! Boah, du bist raus. Also, guck mal. Du bist der Einzige von den ganzen Jungs, der ein AWA bekommen hat. Was sagst du dazu? Ja, also, ist auf jeden Fall nett. Freut mich. Mhm. Sehen sympathisch aus. Aber jetzt nicht unbedingt mein Typ. Ist nicht aber dein Typ? Nett, ja. Was passt dir denn nicht? Ich weiß nicht. Die Nationalität, glaube ich. Meine Nationalität? Wie kannst du nicht auf Türken entstehen? Egal. Er sieht süß aus. Er ist so, ja, man kann nicht zu ihm kommen und sagen, er ist viel zu süß dafür. Okay. Was sagst du? Ja, er sieht so harmlos und so. Oder ist das nicht normal, ne? Es ist nicht normal. Ach, bei TikTok sieht man das falsch. Was sind das für schlecht über... Oder was sind das für Lippen, Bruder? Was sind das so crusty Lips, Alter, Digga? So nett aus, keine Ahnung. Ja? Ja. Harmlos und nett. Ja. Wäre ja dein... Ach, die Arme, warum mache ich sowas, Wallah, die Arme? Ein Typ? Nee, das nicht. Ich sage mal so, Glückwunsch. Du hast die Krone heute bekommen. Jetzt. Oh nein, jetzt. Alter, Leute, jetzt sind wir Ich schwöre. Ich schwöre, hör zu, wir gehen jetzt zu den Jungs, die einen Korb kassiert haben und gucken mal, was die sagen und warum die denen einen Korb gegeben haben. Meine Wimper fällt ab. Was? Ihr wisst, diese Jungs, die stehen jeden Tag, Frankfurt, Zeil, Konsti, wie auch immer Hauptwache, wie das da alles heißt, die stehen jeden Tag da, warten auf Pumping oder Luren. So. Wo sind die? Ist das... Ah, nee, das sind nicht. Ah, Pumping. Video? Wir sind bereit. Was machen wir heute? Tinder? Max Gott. Eine Wimper fällt ab. Deine Wimper. Ich glaube, das ist deren Job. Also die verdienen zwar nichts, aber das ist deren Job so. Die haben nichts zu tun, nichts anderes. Jeden Tag dasselbe an, jeden Tag dasselbe Format, immer das gleiche. Es gibt nichts anderes in deren Leben. Ich schwöre, meine Wimper fällt ab. Kann ich die kurz neu machen? Ja, ganz mach. Schnell. Player ist... Wir sind jetzt große Pause, jeden Tag alles gleich. Einer, der einen Korb bekommen hat. Erstmal so, warum? Er ist ja nicht so süß, aber er ist nicht mein Typ. Warum nicht? Aber wieso warst du gestern mit dem Hauptbahnhof Toilette? Was laberst du, Junge? Was? Er labert. Sag Wallah nein. Hä? Wallah nein! Was? Ey, Toilette? Gestern Toilette, Hauptbahnhof, vielleicht hab das mit dir gemacht. Ich hab Er labert, ich schwöre, er labert. Nein, Digga, ich hör doch die ganze Zeit mit ihr. Er hat gesehen. Okay, warum laberst du, Ecktyp, Alter? Warte, wir bleiben mal beim Korb. Du hast ihn gekorbt, weil? Ja, weil er nicht mein Typ ist. Aber er ist süß, du weißt. Warum hast du ihn gekorbt? Er ist auch nicht mein Typ. Also, aber ich mag ihn so. Checkst du? Aber er ist halt nicht mein Typ so. Und wie er sich halt auch auf TikTok gibt. Was passt dir denn nicht? Ja, wie er sich auf TikTok gibt. Und so. Wie gibt er sich auf TikTok? Ja, er geht live und macht AfD-Flagge im Hintergrund, obwohl er der Erste wäre, der abgeschoben wird. Guck mal, die wollen meinen Ruf. Aber sagt die Sohn, die haben mir ein Dreier angeboten, Dreier wollte ich. Ah, aber Zeno hat Kopf doch für dich ausgezogen. Okay. Wer? Zeno. Welche Zeno? Ja, Zeynep. Lejanko Zeynep. Ja, Zeno. Mit Kopftuch. Die haben dich gekorbt. Ja. Was hat diese Zeynep gemacht? Was sagst du andersrum? Bruder, ich hätte mit denen eh nur einmalige Sache gemacht, deswegen ist mir echt egal. Aber hätten wir nicht zugelassen. Wallah, mit solchen kann man nichts ernst nehmen. Guckt euch die mal an. Das ergibt gar keinen Sinn, er hat da unten nichts. Wie soll er irgendwie eine einmalige Sache mit uns gehabt haben? Ja, guck mal hier nach unten, hier, du weißt selber, was hier ist. Wallah, du bist kleiner wie keine Ahnung, was mit der Rede nicht, ja. Der Nächste bitte. Warum hat er einen Korb bekommen? Digga. Sein Cringe. Kein, ist nicht mein Typ. Warum trägst du bunte Schuhe aber? Junge, sowas nennt man Freshness, ne? Thailand gekauft, 200 Euro bezahlt. Ich hab viel Geld, ne? Ey, so Junge, der wird auch nie erwachsen, ne? Das kann sich aber jeder leisten, alles gut. Warum hast du ihn gekauft? Weil er nicht mein Typ ist. Und einfach allgemein diese... Boah, ich frage mich echt, wie viel Euro die beiden für Schminke im Monat abgehen. Ey, an die Mädels, was glaubt ihr, was ist denn so der Durchschnitt, was man so im Monat an durchschnittlichem Make-up
so ausgibt? Und was glaubt ihr, weil die ja die doppelte Schicht verwenden, so was geben die aus im Monat? Ich würde jetzt mal sagen, 200 Euro im Monat bis 300 Euro. Was sagt ihr? Keine Ahnung. Einfach so. Was passt dir nicht? Alles. Okay, sehr unterschiedlich hier. 50 Euro, 150, 500, 400. Tschüss. Egal, ich brauche euch nicht. Ich habe eh viel Geld. Also ihr seid eh Geldverschwendung. Also. Das Ding ist, ich weiß nicht, Make-up ist doch immer voll teuer oder nicht? So ein Lipliner auf 20 Euro. Dann ein Blush, ein Eyeliner, da, alles kostet doch 10, 20 Euro, Make-up, Puder, da, ist doch alles Geld, oder nicht? Dann muss doch schon viel flöten gehen, oder nicht, im Monat? Wirklich nicht. Oh, Schabak! Nicht viel, die kaufen Billigware von Shein, ah, stimmt, gibt ja auch noch das, ne? Ja, merkt man, Bruder, an ihrem Gesicht, an der Farbe, dass das Billigware ist. Der Nächste, du hast auch einen Korb bekommen. Ja, Bruder. Warum hat er einen Korb bekommen? Seine Nase, aber ist nicht schlimm, aber seine Nase halt. Was ist mit seiner? Man gibt nicht monatlich aus, man kauft einmal alles und dann hält es für ein halbes Jahr. Ah, ja, das ist ja per, das ist ja rausgekommen. Stimmt, das hält ja auch für eine längere Zeit, ne? Also kann man so grob nicht sagen, aber gehen wir mal aus, bestimmt so im Monat berechnen 150 Euro, 100 Euro. Vielleicht, wenn, okay. Ja, die geht so runter, so. Ja, so. Was sagst du? Er ist einfach nicht mein Typ. Ich mag seine Hose nicht. Und ich mag seine Hose? Er ist noch zu klein und zu dünn. Hast du zu Hause Spiegel? Der war geil. Guck dich an, erst mal dein Gesicht im Spiegel. Guck dein Gesicht erst mal. Allah, what I get, bro. Du siehst aus wie Kaka. Hey, das ergibt, aber Leute, das ergibt nicht mal Sinn. Ich hab eine Frage. Hey, Antwort, ich hab eine Frage. Bist du ein Mann oder bist du ein Mädchen? Bist du ein... Ich kenn seine Mutter, sein Junge, schon mal. Guck mal, geh nicht meine Mutter, geh. Mit 18 Jahren, ich kenne seine Mutter sein, sagt sie. Bin ich meine Mutter? Antwort mir bitte. Bist du ein Mann oder bist du ein Mädchen? Ich bin ein Mädchen, hä? Du hast keinen Wassermelone, du hast keinen Wassermelone. Denkst du, du hast einen größeren Schwanz? Halt doch einfach deine. Hey, du kannst nicht reden, billige Hose, guck mal deinen. Guck mal, ich klatsch gleich weg. Okay. Du Schwarz, ey, guck mal, dein Gesicht ist immer, viel Schminken, Walle, ey. Scheiße. Hey, guck mal, deine Gurke, Alter, guck mal, dein Gurke, Junge. Was hast du? Den Gurke. Was hast du gesagt? Guck deine Brille, ey. Ohne Anfassen. Ach so, okay. Soll ich dir kaufen, eine Brille? Soll ich dir kaufen? Nein, Walla, geile Brille. Ich geh irgendjemand anders kaufen. Warte. Erziehung bekommen, Laber. Keine Erziehung bekommen, krass, dass so einer das sagt. Ich frage mich aber for real, was denken sich denn die Eltern, die zu Hause eventuell diese Videos sehen könnten, so am Frühstückstisch? Ah, guck mal, unsere kleine Hatice, die ist da auf den Videos. So was, so Walla, also wirklich, Walla, die Eltern tun mir richtig leid, Walla. Das sind so Kinder, keine Ahnung, die haben nichts in ihrem Kopf. Hast du einen Abschluss? Ja, willst du sehen? Was für ein Abschluss? Guck deinen Mund jetzt, ich glaube dein Mund ist, guck mal, weiß geworden. Hast du Blasen gemacht oder was? Hä? Oh, er kann nicht mal reden, Digga. Du kannst nicht reden, guck mal, wo ist dein Brille? Hast du weggemacht? Zeig deine Brille wieder. Was ist mit meinem Brille? Zeig deine Brille wieder. Guck deine Brille, guck deine Schuhe erst einmal. Du hast keine Hose. Die applaudieren. Du hast keine Hose. Schämst du nicht? Schämst du nicht? Guck, du hast keine Hose. Schau dir mal. Pass mich nicht an, denn ich zeig dir afghanische Gurke. Kaka, Mann. Guck die andere Bruder, weil er bei mir lachen gekommen. Bei ihm lachen gekommen. Guck, Bruder, ey, guck deine Hose. Ja, was für meine Hose? Deine Schuhe. Deine Schuhe, ey. Ohne Socken. Ohne Socken. Ich habe Socken an. Sie hat doch Socken an, hä? Als Deutscher wäre ich auch für AfD. Leute, ich kann es nur immer und immer wieder sagen, das fuckt mich so krass ab, weil ich bin Ausländer. Und ich bin ein richtiger Ausländer, ein integrierter Ausländer. Aber das sind für mich keine Ausländer. So, sei es afghanische Gurke und die ganzen anderen, die da wirklich jeden Tag nur irgendeine Scheiße labern und die sich nicht benehmen können. Bruder, das sind für mich keine Ausländer. Die, für die braucht es nochmal eine neue Definierung, Bruder. Dafür müssen wir was Neues erfinden.
Weißt du? Aber wir Ausländer, unsere Eltern, die Gastarbeiter, Bruder, wir sind integrierte Ausländer und wir sind auch zu 100% erwünscht in Deutschland, weil wir auch dieses Land mit aufgebaut haben, Bruder. Wir haben unseren Beitrag hier mitgeleistet, wisst ihr? Aber das, die so, das hat nichts mit uns zu tun. Deswegen, ich verstehe, wenn Deutsche sagen, ach, Ausländer so und so, Bruder, aber das sind die nicht. Ausländer sind nicht so. Vergleicht mal unseren Film mit seinem Socken anziehen. Eigentlich, stimmt, korrekt, wir sind gar keine Ausländer mehr. Wir sind eigentlich Deutsche, Bruder. Wir leben hier, wir sind hier aufgewachsen, geboren und so. Weißt du? Eigentlich ja, korrekt. Ich bin Jungfrau. Chalas, wir sind Deutsche. Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche. Chalas, Wallah, ich muss beantragen, Deutsch, passt. Wallah, reicht. Ja, bist du Jungfrau? Nein, bin ich nicht. Hofft! Es ist Generation Kanak. Du nicht, du sagst sowas, ich bin nicht Jungfrau. Okay, aber hast du nicht. Was los, Frau Merkel? Stört sie mein. Okay, warte. Zu einem Mädchen gesagt, er wüsste meine afghanische Kultur. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich schäme mich. Ich bin Afghaner, stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Willst du auch sehen, afghanische Gurka? Guck mal, Bruder, sie hat 6,3 Kilo Schminken. Zeig Schminken. Was hat sie? Sie hat 6,3 Kilo Schminken auf ihr Gesicht. 6,3? Ich glaube, er hat deine Schminke heute gewogen. Alter, komm vorne, komm. Willst du meinen Fehler? 6,3. Mal gucken, wer der Erste im Chat ist, der mir sagen kann, woran ihr denkt, wenn ihr an 6,3 denken müsst. 6,3. Das kann nur ein Mann sagen, keine Frau. 6,3. Wer weiß es? Aber wahrscheinlich selber Mütter und Schwester haben diese Schminken. Ist immer so. Und sich genauso anziehen. Bruder, der Rock ist lang. Schau mal, sie zeigt nicht mal viel Haut. Ich zeig nicht. Jawohl, die Brace, Alter. Ja, nicht unbedingt 1,63, aber einfach 6,3 Liter, ne? Uff. Was noch geiler wäre, was ich mir jetzt gewünscht hätte, W204. Wäre jetzt einer noch von früher den alten C63 hier reingeschrieben hätte. Diese richtige laute, laute, Bruder. Nicht mal Haut, aber was ist denn? Jordan. Oh, Jordan. Dein Vater kann auch nicht kaufen. Jetzt bitte der Nächste. Du wurdest gekoppt. Ich sag nichts eigentlich. Ist mir egal, ob ich gekoppt oder nicht. So, ist passiert. Warum habt ihr ihn gekoppt? Er ist wenigstens anständig. So nicht so wie diese Talon-Typ. Als Ventura, er hat seinen W204 niemals hier. Der haben noch nie. Weil ich war auch kurz davor, einen zu holen, aber dann habe ich irgendwie meinen Bruder, der kennt sich sehr gut aus mit Autos, der meinte, hör auf, Alter, hör auf, mach nur Probleme und ist einfach nur laut, damit kannst du nichts anfangen. So, auch verkaufen ist schwierig, also, aber ich war kurz davor, einfach nur wegen dem Sound, Digga, und einfach so dieses Gefühl, so, das ist schon sexy, ja. Guck mal, er sieht nett aus und so, aber ich mag seinen Style nicht und er sieht mir noch, ich mag so, also ein bisschen ältere, er sieht halt noch so jung aus. Würdest du die Mädels ansprechen? Nein. Nein? Definitiv nicht, ich würde nicht mal überlegen, direkt aus der Brust würde Nein sagen. Taste-Test von Merz Sucuk, ja, ist er draußen, kann man den kaufen? So? Wie gesagt, ich esse ja eigentlich nur, wenn ich Sucuk esse, ich esse selten Sucuk, aber dann aus der Türkei, aus Kayseri am besten, diesen türkischen Sucuk, den aus Deutschland, aus den Supermärkten, den kann ich nicht vergleichen, das ist wie Döner aus NRW mit Döner aus Berlin zu vergleichen, Messala. Aber ich denke schon, dass wir den Sucuk testen werden und dann unsere Meinung geben. Aber kann man den schon holen? So, ich habe nichts gegen euch und so. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich drauf seid, aber so. Na. Ihr seid nicht für mich natürlich aus. Da sind wir auch nicht und darauf sind wir stolz. Darauf sind wir stolz. Die ist stolz, weil die einzigartig ist, Digga. Ja, ist mir egal, jeder hat ja seinen Geschmack. Ja, okay, deswegen. Und ja, das ist der Grund, warum euch diese ganzen Leute euch gar nicht ernst nehmen. Weil ihr euch so gibt, ihr verkauft euer für Klicks quasi. Wo? Hm? Wo? Ehrlich, unser Arsch geklickt, ich schwöre. Was hast du dir dabei gedacht? Wusstest du, dass du dich mit ihm triffst? Da hast du dich so krass geschminkt, genau aus diesem Grund? Hey, aber das Ding ist, ich gehe immer so raus. Warum sollte ich mich für irgendein YouTube-Video anders schminken? Wir schminken uns immer so. Also das ist schon krass, wenn die auf Ernst jeden Tag so rausgehen, sei es kurz raus, einkaufen oder was abholen, was auch immer und sich jedes Mal 2-3 Stunden so schminken müssen. Das ist wirklich auf Ernst richtig krass. Dann haben die mit sich selber Probleme. Immer wie ein Cartoon-Charakter, sei ehrlich. Ja. Was? Cartoon-Charakter, ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, an wen der mich erinnert. Der erinnert mich auch an so eine Serie, diese Cartoon-Serien, Digga. Irgend so ein, oder muss auch kein Cartoon sein, wie diese süßen kleinen Schüler, so mit Brille, diese Streber, Digga. An wen erinnert der mich, ja? Ich hab nichts gegen euch, also, aber ich sag dir ehrlich, also dein Dings, wie heißt du mal? Dieser Optimismus, das geht bei euch, diese Mädchen, ihr seid so, ihr macht einen auf hart vor Kamera, aber dann öffentlich, ihr seid. Schwör auf deine Mutter! Ich schwör nicht, aber draußen, ihr seid, guck, jetzt beleidigst du, weil ich recht habe. Weil du einfach, sei doch. Ich hab doch recht, wenn du beleidigst, dann musst du dann so. Wo hast du recht? Du kennst doch gar nicht.
dann laut. Warum ist, aber wenn ich recht habe, warum bist du einfach nicht leise? Warum seid ihr laut? Warum diskutiert ihr weiter? Nein, ich. Wenn du weißt. Wenn du weißt. Wenn du weißt, dass das nicht stimmt, dann halt doch deine Scheiße. Kurz merkst du selber. Es stimmt doch. Bruder, ich kann nicht mehr. Wann ist das zu Ende? 2 Minuten. Oder stimmt doch, oder? Stimmt doch, oder? Stimmt. Es stimmt. Wenn du weißt, es heißt. Guck mal. Bohara, geh mal weg jetzt. Wie ein Mann. Tale Honale. Wie ein Mann. Aber Junge. Erstmal, wieso hast du ihn gekorbt? Ja, weil er frech ist. Er ist zu frech, das werdet ihr auch gleich merken. Wieso hast du ihn gekorbt? Einfach wegen dem gleichen Grund, ja. Ja? Ja. Berat, was sagst du zu den Mädels? Ja, okay, was, wenn mein Verhalten gut wäre? Was dann? Ja, dann wäre es auf jeden Fall nicht so. Dann hätten wir, Ewa. Ja, hätten wir geschaut? Ich weiß nicht. Hättest du ein Ja gesagt? Nee. Keine Ahnung. Lack, geht dir nicht schon mit deinem Nass wie so ein Ästig einfach so an, hammer deine Backen, du Penner, alle aus. Was hat er gesagt? Was? Und wie der immer so schnell redet, Alter. Hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Was? Rutscht einfach so, Junge, so. Einfach so, Junge. Herr Basti, Rind, Junge, rede nicht, Junge. Ja, einfach so. Wieso redest du über Nase, wenn deine Nase doppelt so groß ist wie unsere beide zusammen? Erdbeeren, was ist das, Alter? Hammer deine Backen, du Penner. Die nimmt dein ganzes Gesicht ein, deine Nase. Finger, Junge, was redest du eigentlich, Junge? Besser als fett zu sein. Würdest du die Mädels ansprechen draußen? Ich würde anspucken. Also wir müssen es auf jeden Fall, also das sollte jedem klar sein, Bruder. So, ich finde, so oder so müssen wir aufhören, uns so oberflächlich zu verhalten und aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes sich über andere Mitmenschen lustig zu machen, ne? Auch wenn wir das manchmal machen und so ein leichtes Bodyshaming hier betreiben im Internet. Aber vor allem die wichtigste Sache, weil ihr wisst, im Islam, Allah hat für die Nase am längsten gebraucht. Man sagt, ne, also 40 Tage, ja, nicht man sagt, ich glaube, das waren genau 40 Tage. Und so oder so sollte man nicht über das Aussehen urteilen. Und man sollte auch nicht diese Menschen vielleicht dazu verleiten und ihnen das Gefühl geben, wenn man eine Frau aussagt und sagt, guck mal, deine Nase, Buckel oder wie auch immer. Und sie dann deswegen vielleicht darauf folgend dann ihre Nase umoperiert, was natürlich auch verboten ist, strengstens. Sollte man eigentlich nicht so jetzt auf einen schießen, weißt du, mit Nase, guck mal, wie das aussieht, dies und das. Das sollte man eigentlich... Sollte so ein Tabuthema sein, sage ich euch ehrlich so. Ich sehe immer wieder, wie vor allem auch Frauen so, aber auch Männer, weißt du, mit sich unzufrieden sind und sagen, meine Nase ist so, das. Bruder, meine Nase ist auch dick, aber Bruder, Alhamdulillah, ich kann atmen, ich kann riechen, so, das ist das Wichtigste. So, diese Menschen, die ich sehe, die dann immer so Komplexe haben, meine Nase und das und das. Es tut mir ein bisschen leid, wenn ich das, und dann denke ich mir einfach, Bruder, scheiß da drauf, so hör nicht auf die anderen. Und dann hier so radikal zu schießen und auf Nase zu gehen, vor allem bei Jüngeren, vor allem bei kleinen Mädchen so, das ist dann... Diese Komplexe kommen dann und dann mit der Zeit kommen die Operationen. Das ist schlecht. Okay, aber wieso hast du mich dann Bruder, ich bin nicht so. Guck mal, ich, wie beim letzten Video, habt ihr gesehen, diese, wie heißt die? Die eine heißt Stachel und diese andere Transformers. Mit der Stimme. Wieso? Keine Ahnung, Bruder. Wenn die über so gewisse, ne, S-Themen sprechen und dann so sich so Dings geben, kann sein, dass ich dann irgendwann schieße. Weil ich dann sage, du redest über diese Themen, bist aber voll das Walross und laber mich nicht voll. Kann sein, dass ich irgendwann platze. Aber das ist dann nicht auf ihr Äußeres bezogen, dass ich sage, du bist hässlich. Das ist einfach nur, weil die mich abfuckt. Versteht ihr? Sonst gehe ich nicht auf... Ich mach doch kein Fertig gegen sein Äußeres, Bruder. Niemals. Geschrieben? Als oh, was? Also ich war gestern in Zeil, Leute. Ich war unten bei DM. Auf einmal, ich sehe so ein Mädchen. Natürlich hier, diese Flamingo da, Digga. Die macht so, ich mach was los eigentlich. Ja. Dann, ich sag, meinst du mich? Die macht so, ja genau du. Ich sag, was ist los? Die macht genau den hier. Warst nicht so? Ich schwör auf meine Mutter, nein. Wer hat da Kooperation mit Yum-Yum-Nudeln? Danke! Like, du bist 1,20 groß, Junge. 1,20. Bruder, du bist der größte Skinny Pete, den ich mein ganzes Leben gesehen habe. Du Kalapeno, Alter, Walla. Boah, das ist eine Jacke, hast du von deiner Mutter geholt, was alles? Die Jacke hat mir deine Schwester genäht, Alter. Oh. Von deiner Cousine vielleicht. Ja, mach ich ja eine Schwester. Was mit deiner Cousine zusammen, deine Fresse ist 12 Jahre alt, Bruder. Guck mal, er zittert, Leute. Was ist für ein Cringe, Digga. Er weiß nicht, was er sagen soll. Berat sucht seine große Liebe bei Azar. Die große Liebe ist deine Mutter. Warte, Berats Mutter twerkt bei Ome TV. Kämpfe bei der Haushalt, Junge. Was schätzt du? Nein, wollen wir nicht. Aber Berats Mutter ist verliebt in Ektu. Leck deine Schicht mit Queen Drama, Junge. Sag mal leise, Junge. Ey, Burak, Junge. Kurze Frage, jetzt ernst gemeinte Frage. Berat, wie groß bist du? Ich weiß nicht. 1,88 oder so. Du bist 1,88? Krass, Alter. Du bist der größte Alter. Das war so unlustig, ne? Okay, reicht jetzt. Also komplette Konversation zwischen den beiden. Ey, ich sag statt Cut, Cut.
Ja, besser für unsere Gehirnzellen, besser für unsere Gesundheit. Tamam, das war's mit dieser Reaction, Digga.